Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Integration von zugewanderten Menschen in unsere Gesellschaft ist eine wirklich große Herausforderung. Und ich finde, das ist hier nicht in allen Redebeiträgen wirklich deutlich geworden, wo wir hier eigentlich vor welcher Aufgabe stehen. Denn wenn wir die Integration nicht schaffen, dann treiben wir einen Keil in unsere Gesellschaft und das belastet unsere Gesellschaft nachhaltig zutiefst. Und das muss einfach allen Leuten bewusst sein, dass man dieses Thema wirklich mit der notwendigen Ernsthaftigkeit auch diskutieren muss. Die sicherlich komplexeste und für die Integration entscheidendste Frage ist, wie wir die vielen Menschen, die zu uns gekommen sind, in Arbeit bringen können. Und ich will da mal als erstes auf die Wir-Probe eingehen, weil ich doch die Zahlen, die dort genannt werden, mit etwas mehr Sorge beurteile, als das die ein oder andere Vorrednerin getan hat. Wir haben nur 23%, die in der Wir-Stichprobe vorkommen, die tatsächlich einen Abschluss über eine akademische oder berufliche Ausbildung im Heimatland vorweisen können. Wir haben insgesamt nur 35%, die über hinreichend verwertbare berufliche Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, die man hier verwenden kann. Das sind nur 35%. Das ist ein Bruchteil der Menschen, der hierher gekommen ist. Und genau diese 35% sind vermutlich diejenigen, die in unserem deutschen Arbeitsmarkt zumindest mittelfristig überhaupt eine Chance haben. Aber es gehört zu diesen Zahlen nun mal auch die ernüchternde Wahrheit. Und das ist nun mal leider die Erkenntnis, die diese Stichprobe uns zeigt, dass der Großteil der Flüchtlinge in unserem System vermutlich keine Perspektive auf ein selbstbestimmtes Leben durch eigene Arbeitsleistung haben wird. Der Senat räumt selbst ein, dass der Hamburger Arbeitsmarkt nicht über ausreichend Potenzial an Hilfstätigkeiten verfügt, wo eben Menschen ohne spezifische Berufsausbildung auch tatsächlich den Berufseinstieg schaffen können. Nun, meine Damen und Herren, das ist aber ein hausgemachtes, eigenes Problem dieser rot-dominierten Bundesregierung. Und das muss man an dieser Stelle einfach mal sagen. Unser stark überregulierter Arbeitsmarkt ist nämlich der Hauptgrund dafür, dass unqualifizierte Arbeitskräfte langfristig in Überbrückungsmaßnahmen bleiben und Hartz IV beziehen müssen. Für Flüchtlinge stellt sich dieses Problem doch noch einmal deutlich dramatischer dar, denn es nimmt ihnen die Chancen auf einen schnellen Arbeitsmarktzugang und somit die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben ohne Abhängigkeiten. Allein der Mindestlohn führt zu einem Abbau von Helfertätigkeiten und damit. Trotzdem hat Frau Dutschke das Wort. Und zwar nur Frau Dutschke. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Allein der Mindestlohn führt zu einem Abbau von Helfertätigkeiten und ist damit einer der Hauptgründe dafür, dass der Großteil der Flüchtlinge in Deutschland jahrelang über staatliche Regelsysteme versorgt werden muss. Herr Schwieger, auf Sie komme ich auch noch zu sprechen. Aber Der Senat spricht das ja selbst an. Nur Vorbereitung auf qualifizierte Tätigkeiten, Weiterbildung und Ausbildung sind für viele die einzige Chance, überhaupt einen Arbeitsmarktzugang zu finden. Aber wie soll das gelingen, wenn über 43% der Menschen keinerlei Ausbildung im Heimatland absolviert haben? Und wenn man dann sieht, dass beinahe die Hälfte der Menschen bereits zwischen 25 und 35 Jahren alt ist, mal ehrlich, unser Bildungssystem ist doch überhaupt nicht darauf vorbereitet, Erwachsene in dem Alter und vor allen Dingen in der Vielzahl von Menschen, die dann ohne verwertbare Kenntnisse kommen, das zu vermitteln, was Kinder und Jugendliche in jahrelanger Schule und Ausbildung anschließend lernen und was bei uns im deutschen Markt abgefordert wird und erwartet wird. Darf ich ausreden? Ja. Also selbstverständlich dürfen Sie ausreden und ich bitte um ein bisschen mehr Ruhe.
Ich verliere mich nicht in Horrorszenarien. Ich versuche, Ihre Sozialromantik hier mal ein bisschen mehr an die Realität anzupassen. Und die Realität ist leider, dass jemand, der wenig Bildungserfahrung in seinem Leben gesammelt hat, es umso schwerer hat, überhaupt die deutsche Sprache zu erlernen, überhaupt zu lernen, wie wir in unserem Ausbildungssystem arbeiten, wie unser Bildungssystem funktioniert. Das fällt doch nicht einfach vom Himmel. Das ist eine riesige Herausforderung und die muss man erst mal anerkennen und das tun Sie nicht. Wir müssen uns darauf einstellen, dass eben gerade ein Großteil der Menschen das erforderliche Sprachniveau auch mit den Sprachkursen nicht erreichen kann und dass es deshalb umso schwieriger ist, dass wir diese Leute überhaupt so weit bringen, dass sie in unseren Arbeitsmarkt kommen. Und wenn Frau Demirel dann anspricht, dass die Leute hier ja alle hervorragende Grundkenntnisse in Deutsch vorweisen, ja, wenn man mit der Wir-Studie in die Sprachkurse geht und in den Sprachkursen nach Probanden sucht und in der Stichprobe Leute sind, die überwiegend schon Sprachkurse gemacht haben, dann ist das auch kein Wunder, dass dort Leute sind, die schon Deutschsprachkenntnisse haben. Aber wir müssen ja mal zu dem Punkt kommen, wo wir uns Gedanken darüber machen, wie wir das Ganze nachhaltig gestalten können. Und selbst diejenigen, die das schaffen, durch die Sprachkurse zu gehen, durch Aus- und Weiterbildungskurse, an den Punkt zu kommen, an dem sie bei uns in den Arbeitsmarkt integriert werden können, die sind vermutlich oder viele von denen sind wahrscheinlich erst dann an dem Punkt, dass sie hier Arbeit finden, wenn sich die Lage in ihren Heimatländern stabilisiert hat und sie wieder zurückkehren können. Und es ist nun mal ein jahrelanger Prozess und da kann man nicht einfach so tun, als sei das ganze Problem von heute auf morgen gelöst. Und der Umkehrschluss darf dann aber auch nicht sein. Und Frau Hannemann, da bin ich vor allen Dingen auch bei Ihnen, dass man unser System in Frage stellt und Niveaus von Aus- und Weiterbildung oder von Sprachanforderungen für Flüchtlinge absenken will. Und so ein Passus steht nämlich auch in Ihrer Pressemitteilung, die Sie an dem Tag, an dem Sie das Wir-Programm vorgestellt haben, verschickt haben. Wenn Sie formulieren, dass rein formale Qualifikationen nach klassisch deutschen Maßstäben nicht der einzige Maßstab sein dürfen, dann kann ich nur hoffen, dass Sie damit nicht unser Qualifikationsniveau der dualen Ausbildung in Frage und zur Disposition stellen. Die Lösung der Integration. Entschuldigen Sie, Frau Dutschke, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder eine Zwischenbemerkung der Kollegin Demirel? Nein, ich möchte endlich mal ausreden. Die Lösung der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt ist einfach in weiterer Ferne, als wir das gern hätten. Wenn Sie sehen, und das steht in Ihrer Senatsdrucksache drin, rund 11.500 Arbeitssuchende mit Kontext Fluchtmigration waren zum 30. Juni dieses Jahres in Hamburg registriert. Da muss Ihnen doch allen auch klar sein, dass die starre Regulierung des Arbeitsmarktes der falsche Weg war, um 1.000 gering Qualifizierte mit unzureichenden Deutschkenntnissen in Arbeit zu bringen. Wir haben schon in der letzten Legislaturperiode ein Modellprojekt gefördert. Da ging es um eine Tagesjobbörse für gering Qualifizierte und Langzeitarbeitslose und dass man sich Gedanken darüber macht, wie man diese Menschen fördern kann, die eben auch nicht unbedingt für den ersten Arbeitsmarkt qualifiziert sind. Sie haben das leider abgelehnt, so wie Sie auch den Niedriglohnsektor in Gänze verurteilen, dessen fehlen ja aber genau das Problem ist, das wir haben. Die Situation macht deutlich, dass auch Senat und Bundesregierung sich im Hinblick auf die Arbeitsmarktflexibilisierung bewegen müssen, wenn die Arbeitsmarktintegration der vielen Flüchtlinge, die im letzten Jahr und die immer noch nach Deutschland kommen, gelingen soll. Aber die Entwicklungen auf Bundesebene zeigen ja auch Erfreuliches, vor allen Dingen, wenn man dann sieht, dass nun auch dieser Senat sich irgendwann politisch für das Richtige entscheidet, das Sie hier noch abgelehnt haben, als es auf FDP-Antrag eingebracht wurde
Und ich beziehe mich dabei insbesondere auf die Aussetzung der Vorrangprüfung und auf die Sicherheit für Auszubildende, ihre Ausbildung auch beenden zu können. Und das finde ich lustig, Herr Schwieger, dass nun ausgerechnet Sie sich hier hinstellen und die Aussetzung der Vorrangprüfung abfeiern, wo Sie, als ich hier in einer meiner ersten Bürgerschaftsreden einen Antrag vorgestellt hat, in dem wir die Abschaffung der Vorrangprüfung gefordert haben, das Ganze noch als Arbeitnehmerentrechtung verteufelt haben. Das ist wirklich sehr amüsant, dass man sieht, dass sogar Sie noch dazu in der Lage sind, Einsicht zu zeigen. Das macht Hoffnung. Glauben Sie, Frau Dutschke, eine Zwischenfrage oder Bemerkung des Abgeordneten Schwieger? Nein. Abschließend will ich auch noch mal von unserer Seite aus betonen, dass Hamburg mit dem Projekt Wir den richtigen Weg eingeschlagen hat und dass eben nur ein auf die Zielgruppe ausgerichtetes Angebot, wie diese Idee auch entstanden ist, es überhaupt mit dieser Mammutaufgabe aufnehmen kann. Und auch wenn wir sicherlich erst am Anfang der Arbeitsmarktintegration stehen und auch erst am Anfang der Herausforderung stehen, die wir hier meistern müssen, will ich doch an dieser Stelle noch mal dem Wir-Team für das Engagement danken und auch die Kooperationspartner mit ihrem Engagement würdigen. Wir danken Ihnen, dass das zumindest soweit auf den Weg gebracht wurde, dass wir hier erste Schritte sehen. Aber man kann einfach nicht so tun, als wenn wir dieser großen Aufgabe jetzt schon gerecht würden. Das ist leider nicht so. Und deswegen freuen wir uns auch auf eine Debatte im Ausschuss, weil das in der Tat einfach eine sehr komplexe, umfangreiche Drucksache ist, die man dort in der Tiefe diskutieren sollte und dann vielleicht auch mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit und Konzentration. Herzlichen Dank.